Michael Heiböck, der hier in Bischofshofen schon einmal die Fahnen hochgehalten hat und gewonnen hat. Die letzten zwei Jahre immer im Stockerl, einmal Erster, einmal Dritter. Ja, mein Gott. Dann gibt es ja ein paar Tage Pause. Bis rein. Oh, hat's voll aus. Jetzt ist er drüber. Jawohl, jetzt muss er ziehen. Super, der! Ein überragender Sprung von Michael Heiböck im zweiten Durchgang. Hat er noch einmal alle Kräfte zusammenkratzen können. Super, lass mal kurz wirken, Andi. 142 Meter. Ja. So, und jetzt kratzt du deine Kräfte zusammen. Komm. Super, also das war so am Limit von Chancen, die Chance. Der Ski so flach. Du hast geglaubt, ui, das war zu viel überzehren. Aber da, ja, da schon. Der Ski unten negativ gewesen sogar. Aber der Körper ist drüber, verliert er keine Geschwindigkeit und dann fliegt er schon. Puh. Ja, das könnte aber jetzt noch einmal ein Angriff aufs Stockerl sein. Ja. Aber es kommen ja noch ein paar Kapazunder. 142, da hat er mal ordentlich, schau mal, Windpunkte schauen. Hat er auch? 7. Rückenwind gehabt, 7 Punkte. 7 Windpunkte. Gleich tolle Noten. 4x19, 0, 1x18, 5. Mama und Papa von Michi auch da natürlich im Stadion. Ganzer bei der ganzen Tournee dabei gewinnen. Also auch für ihn noch einmal ein versöhnlicher Ausklang. Jawohl. Aber schau, fertig ist er. Heiböck führt, Kotzweiter, Freitag, Dritter.